Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir die zwei Level Heavy Machinery und Cortex Power erledigt. Und jetzt sind wir im Generator Room. Hoffentlich läuft das genauso glatt wie die letzte Folge, die letzte Level, die ich, meine Güte, that face, die ich voll geil abgeschlossen habe. Hey, wo ist dein Enno verstehen? Das sieht man gar nicht. Das ist ein Symbol. Oh, verdammt. Wie soll ich denn da durchkommen, ey? Habt ihr sie eigentlich noch alle? So. Okay. Okay. Schon sagen, wenn ich da nicht runter. Oh, geil, ein Tussi-Symbol. Wo muss ich lang? Da, oder? Ich dachte, das würde irgendwann runterfallen. Tut's auch. Als Glück, nachdem ich schon über alle Berge bin. Und ich fahre wieder alle Mücken neben, ey. Boah, schon zwei Tussi-Symbole. Gut, das sind die Level. Hilfe! Was tue ich hier? Boah! Bonus-Level machen, da tue ich. Jetzt kommt natürlich wieder schwierig, die ganzen Kisten zu sammeln. Versuchen wir mal. Nein, verdammt. Natürlich. Ich wollte schon wieder so viel. Aber ich war so kurz davor, ein Ding zu bekommen. Egal. Egal. Gute Startposition wenigstens. Aua. Okay. Was? Nein. Einfach umkippt. Vor allem ist jenseits geboxt von diesen Viechern. Nein, nein. Ich hab schon gesehen. Alter, was ist jetzt los? Ich war so gut. Ich war mal gut. Weg, du Viech, ey. Der Pisser, wie soll ich denn da vorbeikommen? Das gibt mir die einzelnen Dinger. Also. Mach das nicht nochmal. So. Nein. Diese Erkenntnis, wenn man sieht, dass man so runterfällt, das ist, weiß ich nicht. Der halbe Nervenkitzel. Und du Pisser, ich komm nicht wegen den hier vorbei. So. Endlich. Muss ich aber verdammt lange warten. Na, schon wieder. So. Alles klar. Bin ich gut. Alles auf nach Plan. Was auch immer ich geplant hatte. Pff. Einfach durch. So, langsam. Da hinten war ein Checkpoint. Oh, verdammt. Ja, da wären zwei Dinger. Das habe ich nicht gesehen. Boah, war knapp. So. Gib mir das Zeug. Ich brauch's überhaupt nicht mehr, aber egal. Hilfe. Ich
denke mal. Ich hoffe da nicht, Mann. So. Jetzt aber. Spring nicht wieder zu weit, Crash. So. So, Leben. Boah! Verdammt! Nein! Nein! Aha. Was zum... Warum mache ich das eigentlich? Für eine Wumperfrucht oder irgendwie sowas, ne? Oh nein. Also. Nein. Beim Essen. Danke. Hilfe. Zip, 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 pasch. So, jetzt nicht die Dinger einsammeln. Die sind böse. Hilfe. Keine Ahnung, warum ich jetzt extra hier runter so springe, aber egal. So, Ende der Level. Komm, komm. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Verbrennung, die hat sich von meinem Schuh auf meinen ganzen Körper übertragen. Wie geht denn das? Mal, sammelt das ein. Ah, ich falle da wieder runter, wenn ich da versuche einzusammeln. Ich knall doch. Au, au, oh, oh. Verdammt, Mann. So. Randale. Hilfe! Boah, mal schaffe ich das mal nicht, oder wie? Oh, ich bewege mich dahin. Stimmt. Jetzt einfach darunter, zack. Und jetzt das hier. Ist doch nicht so was kompliziert. Warum passiert so ein Müll immer? Ich meine, ich mache natürlich so krasse Sachen erledigen und dann... No, dann sowas! Du warst nicht so gut in der letzten Folge. Ich hatte so viel Leben! Ich hatte so viel Leben und die sind alle weg. What the heck? So. Jetzt vorsichtig. Vorsichtig. Crash, mach keinen Unfall. So, und meine PS3, die geht wieder ab. Das Spiel wird auf die PS3 abgespielt, übrigens. Wer es noch nicht wusste. So, langsam. Die Dinger kann ich ja wohl berühren, oder? Danke. Safety first. Oh, ich weiß doch schon, wer da jetzt kommt. Pinstripe. Putorotti, was weiß ich. Aber in der nächsten Level erst. Dann machen wir die Ratte fertig. Toxic Waste, oder auch nicht? Dann gehen wir zur nächsten Level eben. Und die rush ich jetzt einfach so durch. Weil ich möchte das ja alles in einem Part schaffen, ne? Deswegen... Was tun vor einer? Der hütige Hund, oder was? Was, du hast das Ding mal kaputt? Meine Güte. Ja. Alles auf. Kannst du es wagen? Oh, Akku, Akku. Hulga. Wie. Oh, geil. Ah! Sack! Da warte, den schnapp ich mir. Ich hab Bastard hier auf mich. Ah! Boah. Den schnapp ich mir.
Hilfe. Ja, ich habe ja ein paar Leben bekommen. War knapp. Wie kannst du es wagen? Nein, ich habe sogar mein Dings verloren. So. Man tut sich Symbol und ein Leben. Warum hat eigentlich jeder Kacke irgendwie so ein Gesichtssymbol? Irgendwas, weiß ich nicht, freizuschalten, Leben oder Bonusspiel oder was weiß ich. Wie der Kiste irgendwie, weil es das Gesicht von irgendjemandem drauf. Was für ein Gesicht? Ja, ist klar. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Du mich auch, ey. Wie geht denn das physikalisch überhaupt? Ah. Ja, das war schon wieder mit der mit dem Edelstein. Und da muss ich ja alles im einen Level schaffen. Ah, hör auf! Tussi-Symbol. Jetzt ist sowieso egal. Einfach nur ihr Leben holen, ne? So viel dazu. Sag mal, gehen denn die Explosion so weit? Hallo? Na, warte. Oh Mann. Das lässt sich doch nicht so berechnen, Mann. Sack, da hinten ist das Leben. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Was? So nicht. Jetzt komme ich an dem einen Typ nicht vorbei. Wo kann ich denn stehen? So. Kannst mich mal einschalten. So, Pinstreep. Dann können wir mal versuchen. Bosse sind ja eigentlich lächerlich einfach. Im Gegensatz zu E-Level habe ich so das Gefühl. Oh mein Gott. Wie hat eine Schusswaffe? Wo bist du? Was? Ich kann mich nicht hinterm Tisch verstecken, was ist das denn bitte schön? Guck ich mal an, gegen was ich hier ankommen muss, ey. Und verdammtes Nagetier gegen ihr. Gegen eine Ratte, die ein Maschinengewehr als Waffe hat. Hilfe! Und auch eine verrückte Lache hat. Hilfe, ich möchte nicht durchlöchert werden, ey. Warum zum. Hilfe! Okay. Ich schon sagen, muss man doch erwischen, ja. Muss ihn ja nur 6 Mal erwischen. Wenigstens läuft der schillige Musik im Hintergrund. Ich bleib mal hier.
du bist eine Ratte im Anzug, ey. Weil du ein Geschäftsmann bist oder irgendwie sowas? Ja, das war zu kurz, habe ich so gefühlt, ja. Ich glaube, ich nehme Leben bis dahin. Ma, komm mal hier vorbei wieder. Lauf doch mal wieder vorbei hier. Sag mal bloß, natürlich irgendwelche Phasen hast. Nein, schaffe ich nicht mehr. Geh wieder nach rechts, bitte. Vor allem, wir kommen ja gegen so einen Qual mit ein paar Felsbrocken auf uns wirft, ne? So ein Typen, der mit einem verdammten MG auf uns ballert. Das ist doch nicht normal. Und zack. Bohohoha. Sehr schön. Ich würde gerne speichern. Geht aber nicht. Wo kommen wir als nächstes hin? Nach der High Road. Dann sind, glaube ich, nur eins, zwei. Weiß ich nicht. Vor allem die eine geht irgendwie da hoch und dann da runter. Wie geht das denn? Egal, wir haben wieder viel geschafft. Wir haben Boss geplättet, zwei Level geschafft. Oder eine, ne? Ne, zwei. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.